Ich werde jetzt schon mal hier ein bisschen Videomaterial zusammensuchen und sage erstmal herzlich willkommen. Endlich herzlich willkommen zum fast Let's Play. Let's Play. Noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier vor mir fährt hier schon. Nee, Multiplayer Let's Play. NASCAR Racing. Genau. Genau. NASCAR Racing Season 2003 Multiplayer. Allerdings noch mit ein bisschen Training. Genau. Und dabei ist Chris. Yes, Rick, salve. Genau, Ricky. Ja, du musst jetzt aber wahrscheinlich raus. Genau, und Paul. Hallo. Paul mit neuem Lenkrad, das testen wir jetzt hier gerade mal ein bisschen noch. So ist es. Und nach langer, langer, genau, fahren wir endlich mal wieder zusammen, weil ich habe im Moment nicht gerade ganz so viel Zeit. So ist es, so muss es sein. Auch, halt schon, du bist auch meine eigene Sache, gerade mal ganz kurz nur für die Leute, wenn sie zuschauen, nicht erschrecken, wenn jetzt mal gerade nicht so viele Videos hochgeladen werden. Wie gesagt, ich bin gerade in den Sommerferien. So ein bisschen angeschlagen gewesen. Erstmal angeschlagen und dann habe ich auch nicht ganz so viel Zeit. Ja, also ich werde versuchen, immer wieder ein Video hochzuladen und zu speichern, weil ich muss das auch noch rendern, die ganze Scheiße. Und sollte es mal 2, 3 Tage oder 4 Tage Unterschied sein, richte ich euch auf nach den Sommerferien und auch sowieso zum Winter hin wird es wieder mehr. So, das wollte ich nur mal loswerden, damit die Leute auch mal Bescheid wissen. Oh, wer ist das? Chris? Ach, das war Mirko. Ja, Mensch. Ich bin noch bei Paul vorbei und standst du da. Ich habe auf Paul gewartet. Ja, das ist gut. Ey, das ist wirklich viel besser, Mirko. Ja, sag ich doch. Dann brauchst du nicht so extrem Gegenlenken. Was ist mit Ricky? Der hat Probleme, es kommt ja nicht rein. Okay, warte mal, wir müssen nochmal raus. Ricky überhaupt noch hier im Kanal? Ja, ich. Achso, alles klar. Okay, ja, gut. So, jetzt starte ich nochmal. Genau. So. Und ja, ich kurz ein Disconnect. Das Witzige ist ja auch gerade, so lange haben wir uns nicht getroffen, ja? Ja, ich bin den Server gerade nicht. So. Und es gibt schon wieder Probleme. Müsste aber jetzt da sein, ne? Nee, ist noch nicht. Ist noch nicht da. Also ich bin. Nee, ich meine der Server. Ja, ja, das. Nee. Wir sind ja drauf. Ich bin nicht, ich finde ihn nicht. Nee, komisch. Ich hasse das. Klick einfach mal Start. Oder bin ich bei Tungel rausgeflogen? Nein, bin ich nicht. Egal, ich join einfach das Netzwerk immer neu. Ja, mach nochmal. Genau. So, ja, so kann es sein. Sicher hätte ich jetzt auch die Geschichte erzählen können. Ja. Nee, du musst ja hetzen. Ja, genau. Aber jetzt warten wir erstmal auf Ricky hier, dass er wieder hier connected. Muss halt hier vollständig sein, geht ja nicht anders. Bitte warten. Ja, ich weiß gar nicht, Cheetah wollte, war der schon wieder weg oder was? Ja, ich glaube ja. Weil ich habe ja ein anderes Auto. Im Chat hatte ich jetzt nicht gesehen gehabt. Ja, dann mein Tongel hat sich beendet. Achso, ach, schön. Dann war es das Problem. Tongel hat sich jetzt verabschiedet worden. So. Ja, ja. Joe kommt ja erst heute Nacht irgendwann. Komm, fahren wir jetzt nach Happy Hour. Na dann. Ja, der muss doch noch ackern, wie irgendwie spät. Nachtschicht, Spätschicht. Bam. Voran. Ja, ja, das ist voll furchtbar. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Happy Hour. Besser, siehste. Ja, ja. So besser, aber ich fühle mich besser. Okay. Ich finde es besser. Übrigens, Jungs, ich habe nicht eine Runde jetzt hier beendet nach der ganzen Zeit. Also, ich finde es aber immer noch nicht. Und der Chris ist hinter mir. Bist du im Tunnel wieder drin? Ja, ja. Ach, du findest den im Tunnel nicht oder was? Nee, nee. Dein Server einfach nicht. Bisschen merkwürdig. Bei Nesca selber jetzt, was ja, ja. Das heißt für mich, ich werde die Runde auch nicht beenden. Oder warte mal, komm, ich starte das ganze Ding mal neu. Ja, hab ich nicht gesagt. Ich werde die Runde nicht beenden. Ah, lustig, und ich fahre auch viel sauberer dadurch irgendwie. Ja, ja, das ist logisch. Ja, das kann ja nicht wahr sein. Hättest du mich nicht durch einen Turn noch fahren lassen können. Siehst du, ist zu spät. Schon vorbei. Schnell geht's. Achtung. Fertig, los. Player so, Connect, das ist, nee, das ist der... Paul! Hast du neu auf? Ja. Ja. Also geht drauf, ja. Das willst du nur du? Ja. Ah, jetzt hab ich ihn. Ja, dann lass doch den, ja, dann lass darin. God damn it. Ja, so ist das, ne? Ist eben ein Öperchen schon, ja, sagen wir es mal so, das Game.
Soll ich die Happy Hour mal verlängern oder reicht 5 Minuten? Ja, es reicht jetzt erstmal, oder? Reicht erstmal. Und irgendwann neu starten. Ja, Paul. Wollte da sagen, dass das Entangle irgendwann so zwischendrin mal nicht funktioniert hat. Schon wieder mal. Ja, ja, da sind wir über Hamachi gefahren, genau. So ist es. Muss ich nur noch das... Wo wir Paul lag. Ja, Paul, warte mal. Paul muss nur gucken, hier, wie er sein... Weil er, ich hab hier nämlich nicht so viel Platz, müsst ihr wissen. Achso. Achso, mach erstmal ein zu Hause. Ich mach erstmal ein Big One in der Box, das macht ja Spaß. Ja, ja, deswegen habe ich mich schon gewundert. Oh. Nein. Ich hasse das. Alter, was macht ihr hier vor mir? Der gibt. Ich gebe ein ganz kleines bisschen mehr Gas und schon verliert ihr die Kontrolle. Ich dachte, jetzt kann ich die Runde wieder nicht zu Ende fahren. Mehr Gas gegeben. Doch, doch. So, jetzt bin ich aber auch unterwegs. Hab mich nochmal in meine Box reingesetzt und jetzt bin ich da. So, jetzt will ich mal wesentlich eine Zeit hier fahren. Ja. Fahr vorbei. Thanks. Ja, ich will den nicht, wenn ich wieder loskomme oder so. Oh, ich hätte schon gebrannt. Hallo. Oh, hallo, hey, David, cool. Hey! Ich muss ja steigen vom Stammtisch wesen, die muss ja dann bei sein. Oh, ja. David, grüß dich. Hi. Ich hab noch gesagt, ist der Cheater nicht da? Ja, der Cheater hat gerade noch eine Top-Gear-Folge angeguckt, weil mir langweilig war. Ja, toll. Aha. Jetzt wärst du im Chat geblieben. Weißt du jetzt mehr über Autos? Der Typ von Top Gear ist so lustig, Alter, ey. Ja. Ich finde den total geil, ey. Ich habe mir jetzt überlegt, ob ich nochmal eine anschaue, dann habe ich gesehen, dass ihr fahrt und... Ja, dann starten wir nochmal neu. Nein, warte kurz jetzt. Warte kurz. Ja, jetzt wartest du die 2 Sekunden. Naja, ich komme nicht rein, ja. Also, ja, warte. Warte, Dave. Warte. Nein. Warte, sag mal, wo ist denn das hier? Ah, scheiße, zweiter Platz. Wer ist denn der Erste hier? Warte mal. Ach. Der Chris wahrscheinlich. Ja, der hat doch gecheatet. Der war ja ziemlich gut, als der. Ja. Also, wenn es nicht Phoenix ist. Ja, Phoenix habe ich schon mir angeguckt. Ich habe schon zu ihm gesagt, Alter, wie Nubi war er denn? Ich habe gesagt, dann müsste ich ja wenigstens dabei sein. Hätte ich wenigstens ein bisschen Konkurrenz dir machen können. Du hast doch damals auch voll abgekackt. Ja, aber ich war wenigstens nur eine Sekunde hinter dir und nicht hinten, ganz hinten am Feld, Alter. Ja gut, im Training war er auch ganz gut, also muss man sagen. Ja. So, übrigens Leute, jetzt ist Cheater Dave natürlich auch noch dabei, ja? Na klar. Ich mitgekriegt habe. Also, und so, ja. Ja, natürlich, brauchen Videomaterial mal, weißt du, also, wenn wir schon so lange nicht gesehen haben. Ja, ewig nicht. Nicht, dass ich jetzt die Strecke ausgesucht habe, ich habe mich den Jungs jetzt angepasst, ne? Da ja, Indian auch. Ich möchte nicht fahren. Also mir ist das schon mal verfahren. Mir ist es auch Wayne. Kannst du noch mal so ein, zwei Runden mehr machen oder so? Also nochmal Indianapolis? Ja, ein, zwei Runden. Ja, ich bin für wir müssen, ja, wir müssen aber Indianapolis einmal fahren, das muss sein. Seid ihr doch gerade. Nee. Ja, mir ist egal, Mirko, für welche Strecke egal. Brauchst du noch Videos? Ja, Indianapolis. Na, ist doch jetzt am Wochenende. Ich kann's nicht gucken am Anfang. Scheiße, hoffentlich habe ich Fritzel Feierabend, ey. Auch manchmal heute mit dem zweiten Video fertig mit Indianapolis, David ist abgekackt, der Movie Maker, Probleme, toll. Ja, na gut, der kackt aber immer ab. Ja, war gerade in der Hälfte fertig, so, nee, ey, super. Ja, ich habe jetzt diese neue Version davon und die geht, muss ich sagen. Aber ne, ich habe jetzt vorher das Video angeschaut von Phoenix, da hast du im Titel Indianapolis geschrieben. Ja, habe ich schon hat das schon geändert. Hat nicht so geklappt. Aber trotzdem, na, war okay. Aber ich hab's alle geändert, David. Okay. Nice. Wart ihr schon am Fahren, oder was? Ja, ist ja Qualifying in 2 Runden. Wie Qualifying? Achso. Ja, Qualifying eingestellt. Sorry, okay. Aber ist ja egal. Ende. Kann man trotzdem fahren. Was? Nein! Warum machst du denn jetzt sowas? Ich hab mich schon gewundert, ey. Wo sind denn die schon, die hier fahren? Na gut. Hallo? Geil, dass er mir vorbeigefahren. Ihr wollt doch nur trollen. Das sind doch alles... Ja, Master Troll heißt... Oh, der Paul fängt schon an. Das Michigan hat mal geil getrollt. Zum Schluss. Ist auch schön aufgemacht. Zum Schluss. Mir ist einfach nicht geschafft, hat mich zum Trollen. Ey, Mirko, oder hast du was verpasst, ey, schmeckt dir. Hast du denn aufgenommen mit dem... Ja, logisch.
Ich hab dir, weißt du, bei Rusty oder was? Wenn das Video, Video rauskommt, so, dann musst du es mir unbedingt sagen. Ja, nee, Chicago ist ja noch nicht da, ne? Und die von deine, vom Cockpit aus, die, ja, die beste ist sensationell. Ey, Mirko, schon wenn du das siehst, ne, ist der Kracher, Alter. Ja, hast ja gesagt, machst du jetzt irgendwie noch fertig, ne, Chicago? Ja, ja, logisch. Ja, ja. Wie in so einem Film, wie der Joe gesagt hat, weißt du, da fehlt doch der so ein bisschen Rauch, muss da noch reingemacht werden. Das ist perfekt. Aber allein schon die Vorstellung, weißt du, wenn du da so da sitzt im Auto und dann auf einmal, ja, bah! Vor allem, ich hab da im Cockpit nach links geguckt, weil ich dachte, du kommst von links, ne? Ja. Und das war von rechts gekommen, dann guck ich wieder gerade auf das Auto. Ja. Wird genial, glaub mir das. Ich muss aber noch zusammenschneiden. Ich hab ja schon in Indianapolis schon hier aufgenommen und Chicago, ne? Da hab ich heute Phoenix fertig gemacht, also Phoenix. Danach wollte ich eigentlich direkt in Indianapolis machen, dann ist der Movie Maker abgekackt und hatte ich auch keinen Bock mehr, weil ich brauche erstmal Ruhe, so, weißt du, weil das nervt mich dann ab, so. Ja. Ich sitze ja eh hier Stunden da bei dem Wetter, so, weißt du. Weißt du, was viel schlimmer? Weißt du, was viel schlimmer ist? Wenn kurz vorm Ende, wenn das schon 24 Stunden hochgeladen hat bei YouTube, ja, und den kackt YouTube oder so. Das ist scheiße. Ja. Ey, Mirko, nicht nur das. Ich hatte auch hier mal das 40 oder 50 Minuten Video, ne, alles fertig geschnitten, Sound dahinter, Text, alles dahinter, ja. Und dann will ich das abspeichern bei Movie Maker, dann sagt er mir, ja, Dateien fehlen, Dateien, auf einmal tauchen da überall Fragezeichen, hier Ausrufezeichen. Ja, das ist kacke auch, ja, das kann ich. Dann soll ich die Datei auch noch suchen, weißt du, dann klickst du die an die kaputt, klickst du die an die kaputt. Ja, und dann, mit weißt, Movie Maker, da kannst du kurze Sachen mal kurz schneiden, aber das kannst du vergessen irgendwie. Also ich... Also der hängt sich immer auf bei mir und der ist auch saulahm und nach einer Zeit, wenn du da zwei Clips drin hast, dann... Also es geht, muss ich sagen. Man kann es geht, ja, muss ich auch sagen. Es geht, aber ja, du hast schon recht, Movie Maker ist nicht das Nonplus Ultra, das ist klar. Nee. Aber ich meine, man hat's halt, ne? Ja, ich würde ja gerne auch einen anderen nehmen, also so ist nicht, aber... Ja, ich kenne ja keinen anderen. Ich habe da mal einen gepostet, den NCH, aber... Boah, das dauert so lange, ne, bis er da das Video reingeladen hat und... Ja, auch scheiße. Naja, ist der Movie Maker viel schneller. Oh, danke. Ja. Der schlägt mir hier rein. Jetzt ja nicht. Oh, da qualmt irgendwas. Ja. Nicht nur irgendwas, auch irgendwer. Paul wieder. Paul baut Rauchzeichen, weil er nämlich gerade von seinem Dreh nicht wegkommt. Ah, jetzt. Jetzt kommt's. Jetzt geht's. Doch nicht. Verdammt. Was soll das? Am geilsten war erstmal Nationwide letztes Mal. Ich schalte Nationwide an, 7 Runden zu fahren und wer wird abgeschossen? Kyle Busch. Ja, ich habe die letzten 20 Runden oder so gesehen und die letzten 30 davor haben wir geraced. Ich glaube hier in Indy sogar. Ja, kann sein. War doch gestern Chicagoland, ne, oder? Ja, nee, aber das war der. Ne, gestern Indy war Montag. Das. Genau, Indy war das dann. Hast du das da vorne gekommen? Natürlich. Hat ja voll weggezogen, ey. Ja, ich war in der Runde und... Ja, ich hab's gesehen. Ich hab nur gehofft, dass ich nicht wieder so blöd bin und wieder mitgehe. Das ist ja so, wenn vor einem einer an der Wand geht, geht man mal mit. Ja, deswegen bin ich auch an die Wand gefahren. Wieso, wer war denn vor dir? Ja, keiner, aber dass du dann halt mir nachfährst. Ach so. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Wolltest wieder, ne? Oh Gott, oh Gott. Mirko, zuerst habe ich ja nach Momo geguckt, ne? Ja. Aber, ich weiß nicht, gab's da bei eBay nicht so. War nicht so verbreitet. Das Momo? Hm? Oh Gott. Dave macht mich nervös hier schon wieder. Aber die Wand war nicht da. Das ist schon mal sehr schön. Schade, Dave, dass das jetzt nicht das Rennen ist. Ist aber meistens so. Im Practice hast du die geilsten Momente, weißt du? Wo seid ihr? Startziel.
Okay. Ja, Cheetah hat sich Platz 1 ergattert. Ja, aber da wurde ich noch nicht von dir aufgehalten. Nee, noch nicht. Ja, aber gleich fährt Chris wieder die Bestzeit. Ich kenne ihn jetzt hier auch schon. Ja, ich habe schon gehört, du hast dich irgendwie aufgeregt für Phoenix. Führst schon die ganze Zeit und fährst nicht die Bestzeit in Phoenix. Da bin ich gefahren. Ha! Ja, aber den Rennen hast du ja abgekackt, wenn ich das mal so sagen kann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott! Nee, das war mein Fall. Ah! Die Runden lang fahre ich hinter dir her und nichts passiert. Eine Kurve bin ich vor dir. Ja, ich habe vorher auf was anderes geachtet, sorry. Man sollte auch nicht vor den Kurven auf was anderes gucken, ne? Egal, ich komme aus der Pit raus. Hier ist es. Hier geht die Post ab. Da kommt mein Postmann. Genau. Ach, das kennst du auch. Achso, nee, schon, du hast mir geschickt. Ja. Vergesslichkeit. Ja. Jetzt nach. Alter, warum? Boah. Weil da Post ist. Oh, die KI ist das so ein Arsch, ey. Wie, sowas hat sie gemacht? Ja, ich bin etwas langsamer in die Kurve gefahren und die meinten, nö, ich fahr trotzdem immer noch schneller. Das bin ich auch, und zwar an den gleichen Stellen. Ja. Nur hinter mir war keine KI, sondern... Naja. Ich hab's doch nicht mit so Kurven aus bei Nesca. Schalten oder sonstiges. Hier muss er nicht schalten. Naja, nur manchmal komme ich so langsam aus der Kurve raus, das muss man können. Achso, ja stimmt, dann musst du schalten. Ja. Das Lustige an dem Lenkrad ist ja, also 900 Grad, 900 Grad wie beim normalen Auto. Ja, das ist dann muss er aber richtig kurbeln. Lieber mal. Boah, ja, 2,5 Umdrehungen sind das. Ja. Da hat man schon Spaß. Hey, wer hat mir die Bestzeit weggenommen? Paul. Da lacht er wieder. Ja, Paul. Ja. Paul. Alter, eine 51.1, Alter, was ist das denn? Was probt hier jetzt, Alter? Der ist schon eine 28. Der ist eine 50 gefahren hier. Na, ich hab eine 55 mal gefahren, aber... War meine Bestzeit 55.9 irgendwas. Ich bin voll froh, dass ich überhaupt eine 51 gefahren hatte. 51 ist ja nicht so schwierig. Ja, du kennst das ja, bei CS Point war ja genauso bescheuert, ne? Boah, weißt du, da hast du... Ja. Also, wie man so langsam fahren kann, wie du. Ja, ja, genau. Da hab ich cool auf dich auf, oder bist du das? Ja, nee. Ach. Doch, jetzt, ja. Die CS Point-Geschichte kommt ja eh noch irgendwann. Sorry, Paul. Wann kommt das? Ja, mal gucken, ey. Ich muss ja eins am anderen Platz machen, ne? Kein Plan. Hab gar nicht gemerkt. Weiß ich nicht. Naja, ist ja nicht weiter schlimm. Solange ich es nicht gemerkt habe. Alter, was ist das denn für eine behinderte und Kacke, vorne, Alter? Und da vorne gibt's Rauchzeichen. Nein, das bist du nicht vor mir. Das ist ja behinderte Scheiße, ey. Das verstehe ich nicht. Was denn? Ja, das verrate ich jetzt schon wieder, das war nicht. Da muss ich mir fürs Rennen noch aufheben, aber ich sag's dir dann. Ich sehe dich. Was? Nee, das weiß ich nicht. Paul vor mir? Nee, ne? Ich glaube, Chris ist in der Nähe. Ja, Chris ist in der Nähe. Jetzt ist er vor mir. Nee, das könnte Lugano sein. Oder? Hey, Lugano fährt gar nicht. Ah ja, stimmt, das bist du ja. Also müsste das ja hier, sagen wir schnell hier, Montoya sein. Pass auf, Paul, ich komm oben. Mann, hätt schon neue Reifen geholt. Ach, deswegen, meine Reifen sind zu neige. Ich wollte mich schon warm, ich so scheiße.
Dave, du hüpfst da heute so ein bisschen. Guten Tag. Wollt mal rückwärts? Ja. Bin ich, wenn man's kann. Naja, die Runde war wieder scheiße. Aber nochmal Happy Hour, oder? Wir können auch rennen. Oder wir fahren eine andere Strecke. Nee, lass uns auch rennen fahren. Ja, dann fahren wir doch gleich rennen, oder? Ja, fahren wir gleich rennen. Entweder gleich rennen oder andere Strecke. Schon erledigt. 24 sind eingestellt. Mir ist es egal. Eingestellt? Weiß ich nicht, ich muss gucken. Ja, 24. Ja, okay, dann lass ich so, ne? Ja. Können wir mal lassen. So, jetzt muss ich aber gucken, ich bin bisher noch kein Rennen gefahren, ich bin jetzt nur irgendwie, um mich einzufahren halt mit dem Ding. Ich denke das gleich. Ja gut, das ist das einzige Positive dabei jetzt, ja? Ja, halt man halt irgendwie schauen, vor allem in den ersten Runden früh bremsen, dass die KI irgendwie, weiß man nicht so genau, ja halt einfach schauen, dass du nicht crashst. Und die nimmt keine Rücksicht, ich glaube, hat der ja eben auch schon. Ja, die ist echt gack. Da muss ich nicht gucken. Fährt man ein bisschen langsamer in der Kurve. Ist ja. Da, die KI. Oh Gott, oh. Leck mich am Arsch, ich fahr geradeaus weiter. Ja. Das wird wie ein Wild Start, würde ich sagen. Wir hatten nur in Indianapolis nur, ich glaube, zwei Caution, ne? Bei den 24 Runden. Ja, kann sein. Also Mirko. Ja, am Ende irgendwann, ne? Haha, als ob ich mal die Cautions hier auslöse. Nee, ich will die Cautions auslösen, weil ich voll auf Blues komme. Ja, es kommt halt ganz drauf an, wie viele Mirko-Lücken du kriegst, ne? Aber ich kann jetzt richtig gut fahren, also ich kann jetzt auch mal so die Einführungsrunde mal wenigstens etwas ordentlicher fahren. Ich merke das schon. Also, ich gehe davon aus, dass es am Lenkrad, am Gaspedal gelegen hat, dass ich auch nicht ordentlich fahren konnte. So. Chris ist schon hinten auf den Fersen hier. Mann. Schieb mich mal. Ich komm auch von ganz hinten irgendwo hin. Jetzt muss ich rüber, weil ich nicht die Linie jetzt sehe. Ich auch. Ich bin schon vorsichtiger hier. Boah, Alter, ey. Boah, so spät wollte ich gar nicht bremsen. Ja, das war knapp eben bei dir. Aber ich habe irgendwie seine Felder durchgebracht. Ja, war knapp, wie gesagt, ich hab's noch direkt vor mir. Ja, unglaublich knapp, ey. Oh. Ich hab dann meinen Skin so wie schon. Boah. Der hat aber geschlängelt, ey. Ja, halleluja. Und ich komm ran. Nein, der dritte ist Mirko. Nee, ich hab gar nichts gemacht. Das Auto kam aber aus deiner Richtung. Hä? Wieso? Ich bin doch hier ganz frei. Ich bin sofort nur geschrien. Ich hab gar nichts verbrochen hier. Ja, aber sonst hat's immer, beim letzten Rennen waren wir immer caution free fast. Also, fast. Sollen wir nochmal einen Nichtstart machen, oder? Also ich will erst, also von mir aus nicht. Okay, gut, dann nee, komm, können wir gerne machen. Genau, okay. Noch bin ich okay. Können wir gerne machen, aber mir ist mir egal. Was denn jetzt? Ja, wer sagt ja? Also. Hände hoch. Hand hoch, oder nee, das müssen Sie entscheiden, wie wir in den Crash drin waren. Ich nicht. Also, Paul sagt nein, Mirko? Nö. Ricky? Dann. Okay, dann auch nö. Dann schließe ich mich der Mehrheit mal an. Mal ein Rennen ohne Restart, sonst kommt die Restart rein. Ja, Restart haben wir so oder so. Ja, stimmt. Aber hier gibt's auch mal ordentliche Bremsen, also ich kann dir auch mal ordentlich, also das ist auch mit Bremswiderstand halt, ne? Ja. Ich kann ja auch wunderbar bremsen hier. Ja, dann war's Geld doch schon mal wert, würde ich sagen. Ey, das ist dafür meine fast neu. Hat Widerstand, aber irgendwie merke ich den nur mit dem Rechten, dass ich die mitnehme. Also, ganz komisch. Weiß nicht, 89 Euro bei eBay? Ja, ist doch sehr gut. 76. Wie lange geht jetzt die Caution hier? So lange ja, hattest du gesagt.
Ja, so lange wie sie geht, genau. 2, 3 Runden. Wann hast du deins eigentlich gekriegt, Ricky? Ich glaube letzte Woche. Ich weiß, wann hab ich's bestellt? Ja, das ist auch schon ein bisschen her. Ja, ne? Ich hab's, glaube ich, noch nicht mal, ich glaube eine Woche habe ich es jetzt. Okay, Rollo, Katzen hat es. Und bei Rallye fahren ist das denn so, dass es schalten, also mit Kupplung oder was? Nee, ich mach das bei Racing 7 manchmal. Aber da ist es auch so, ja, brauchst du nicht unbedingt. Romans braucht es zum Beispiel eher Faktor, glaube ich. War das, glaube ich, so richtig heftig. Dass wenn, okay, du, wenn du zum Beispiel aus der Box fährst, die Kupplung nicht am Anfang drückst, dann geht der Motor direkt wieder aus und versucht neu zu starten. Ja, ich würde ja auch gerne nochmal eins, wie gesagt, mit richtig Kupplung und so. Na, das G. Und Haarschaltung. Ah, ja, das G7 und Swanson. Wenn du die Haarschaltung haben willst dazu, dann kannst du 100 Euro nochmal drauf zahlen. Ja, das ist wirklich das Problem an der ganzen Geschichte. Außer du holst direkt das T500, das 500 Euro kostet. Ja, ja, das oder, ist oder das G27. Ja, das kostet auch noch 280. Ja, oder 250, ja. Aber ich glaube, umso älter das Ding wird, ja, ja, der sowieso. Weniger. Ja, es kommt bestimmt jeweils neue Lenkräder raus. Ja, bestimmt. Aber ich bin mit meinem Lenkrad hier zufrieden, das ist wunderbar. Aber vor nächstes Jahr sowieso erstmal nicht. Ist er jetzt schon gebucht eigentlich? Nee, weil ich habe noch auf eine Karte gewartet gehabt, die ist jetzt aber durch und jetzt muss ich das erstmal alles da drauf packen an Kohle und dann haben wir aber schon rausgeguckt und rausgesucht so. Und ich kann hier auch mal einheitlich irgendwie 57 oder so fahren. Ja, das ist gut. Oh. Dave, ihr hattet schon alles fertig jetzt, ne? Was? Wir haben jetzt Tickets und Hotel und Flug und so. Ja, ja. Also quasi alles, nicht alle Tickets, also Trucks fehlen jetzt noch zum Beispiel, aber... Ah, ich glaube, die kriegst du auch noch vor Ort. Die kriegst du vor Ort, ja, ja, das kriegst du noch vor Ort. So, das Wichtigste haben wir jetzt halt, so. Ja, du musst ja nervös sein, ne? Erstmal USA dann, ne? Ja, ja. Oh. Ja, ja, dann. Ja, ja, dann ich kann's auch. Ja, ich, ja, klar, ich freue mich unglaublich drauf, aber jetzt nervös noch nicht. Ich meine, es ist nur ein halbes Jahr hin. Ja, aber ich freu mich jetzt schon. Eine Woche. Ja, denn ich weiß ja noch, wie es mir ging. Vor allem, du bist ja schon geflogen wenigstens, ne? Ich bin geflogen, ja, zweimal. Also ja, hin und zurück, also viermal, ja, insgesamt. Also. Ja, logisch. Aber auch bloß im Land eine Stunde oder so. Also. Ach so, so weit auch noch nicht, okay. Nix dran, nee, nee, nix dramatisch. Aber ich war ja noch nie in so einem Flugzeug vorher, ne, letztes Mal, Alter. Das war schon aufregend. Ah ja, aufregend wird's, wenn der Turbulenzen heißt, das hatte ich ja, ja, auch einmal. Du, das eine Mal habe ich sogar gemerkt, wie er runtergegangen ist. So, weil wir sind auch dann viermal geflogen. Ja, ja, wenn er so richtig so absagt. Das ja, ja, richtig, und das eine Mal, da hat er irgendwie so eine Kurve geflogen, ey, da habe ich es auch gemerkt, ey, da, ja, was ist jetzt los, ey? Ziemlich unangenehm. Also die wenigstens sind weiche Landung. Wird das die erste Landung, die ich mitgemacht habe, die war so knüppelhart. Meine erste Landung? Dass ich gedacht habe. Die was? War extrem, Alter. Weißt du, wir sind nochmal richtig heftig aufgebombt. Ja. Alter, wir sind aus den Sitzen geflogen, so halb. Alter, ja, denn niemand hat geklatscht, ne? Der gleiche, aber denn der Co-Pilot macht die Rücklandung, also wieder nach Deutschland halt. Ja. Er macht die Rücklandung, der Co-Pilot. Er macht sie super weich. Und alle klatschen und der Pilot, der richtige, ja. Müsste den eigentlich verarschen. Ja, aber ich habe auch gedacht, ja, bei der ersten Landung, Alter, das Fahrwerk bricht ab oder was, ne? Ja, das habe ich auch gedacht, ey. Und bei der zweiten Landung habe ich nicht mal mitgekriegt, dass ich auf dem Boden aufgekommen bin. Ja, so war es genau. Ja, ja, genau so. Bei mir waren sie auch eigentlich alle recht sanft. Beim einen, da mussten wir nochmal durchstarten kurz vorher, das war dann, naja. Das Schlimme war ja, wir haben ja noch einen Zwischenstopp gemacht. Ne? Wir haben ja noch einen Zwischenstopp gemacht bei Ibiza, haben wir ja noch einen Zwischenstopp gemacht. Ja. Das lag der halt auf dem Weg denn. Ja, wie gesagt, ich dachte auch, Alter, war das jetzt normal? Also ich hab ja keine Ahnung, wer das erste Mal geflogen. Ja, das ist nicht beim Nord, das erste Mal geflogen und der landet da so heftig, so, wenn das immer so ist, dann nein, danke. Ja, und der Witz war, ich hab bei der zweiten Landung habe ich mich schon geduckt sozusagen, ja? Und auf einmal ja, war gar nichts. Genau. Ja, war gar nichts. Ich hab mich auch in den Sitz gepresst, damit ich nicht so heftig fliege und so. Also damit ich das halt nicht so stark merke und dann. Ja. Mein Land, wir. Und ja, oh, wir sind schon gelandet. Ja, richtig, war bei mir auch. So heavy. Ich glaube, das hat man schon. So, going green. Ach man, jetzt hast du es verraten.
Die hätten es doch alle nicht gecheckt. Ja, ich schon. Also, ja. Nein! Oh. Ah. Oh, gerettet. Nein. Hey, keine gelbe Flagge, wo ich jemand abgeschossen. Das war ich nicht, nein. Diesmal war ich. Nein. Ich hab meine Position hey, immer noch. Diesmal war ich. Ich kam inzwischen zu weit raus. Nico. Oh. Da hab ich die Wand gucken. Alter, ey, das gibt's doch gar nicht, ey. Aber geil, ich konnte jetzt dadurch richtig Plätze durchmachen irgendwie. Oh, wir sind halt den Edwards noch geschlagen, Alter. Also. Autoswaddle und verliere die Kontrolle. Beinahe. Alter, das war ganz schön geiles Rennen eben zwischen Edwards und mir, ne? Das hätte eigentlich heißen müssen wie Going Yellow oder was? Going Yellow, ja wahrscheinlich. Going Green and Going Yellow. Genau. Ja, ich kam zu schnell wieder hoch. Ja, das war irgendein rotes Auto und ich. Ist gefährlich am Anfang gemacht. Das mit Edwards war ziemlich knapp, Mirko. Ja, was? Hast du schon geguckt eben? Ja, ich sehe es hier gerade mit einem Hundertstel. Ja, das war wirklich ja, richtig knapp. Ich dachte, Mirko, den Blödmann kriege ich nicht mehr. Ich ja? Bin im Hinter der 15. 15. Also auf 14. Also dann bist du auf Platz 14. Ja, und ich bin hinter deinem... Feind von der. Ach ja, stimmt, ja, Boya, ja, richtig, Boya. Ich hasse ihn ja seit diesem Jahr. Weil das heißt, dass Jeff Gordon ist, oder? Ja, genau. Alter, an Gornstelle hätte ich den voll vermöbelt, ey. Nach dem Rennen. Das ist alles in Ordnung? Weil du bist sehr weit hinten. Ja. Bei mir ist alles. Meinst du mich? Ja. Weil du bist sehr weit hinten. Ah. Weil du bist halt sehr weit hinten. Boah, mach ich dann so. Soll das? Du musst nur eine vernünftige Runde mit euch erwischen. Das willst du nicht. Dafür kenne ich die Schräge zu wenig. So weit hinten ist gut, bist du auf letzten Platz, oder? Was ist los? Nee, vorletzter, oder ist er jetzt? Ne, hier ist letzter Auto. Ich bin letzter, weil als ich vorhin geguckt habe, war Kai Busch hin. Da müsst ihr aufpassen, der Chris ist bei den letzten beiden Rennen immer in den letzten vier Runden nach vorne gefahren. Okay. Dann muss ich zusehen, dass wir Gelbe kommen. Ja, Gelb könnte mich aufhalten, genau. Super. Dann mache ich ungefähr 80% des Rennens Gelb. Das hatten wir auch schon ein paar Mal, Alter, ne? Oh ja. Ja, das Lustige ist, man kann es ja ausrechnen, dass mit einem Replay-Analyse ist oder wie auch immer das ja. Da kann man das ausrechnen, wann Gelbe war, wie viel Prozent des Rennens war Gelb. Also ich bin da ganz ehrlich drin, wenn ich jetzt so die Videos schneide, habe ich keinen Bock, da die ganzen Gelbphasen mit reinzubauen, weißt du, wenn man da hier die Runden dreht. Blödsinn. Ja, ist ja klar. Nee, das ist ja, nur gut, wenn ich so schneide, würde ich das auch nicht reinmachen. Was ist das denn? Weil ist ja langweilig. Vielleicht mal eine Runde, weil die Musik ruhig ist oder so, aber... Ja, die genau. Ersten zwei Mal hab ich ja hier so voll heavy gemacht, ne, weil hier der Joe sagte das mal und der Paul. So... Also Heavy Metal. Na, ist schon geil. Ja, Paul steht ja auf Heavy. Ja. David? Das passt auf jeden Fall. Nein, die Musik, die er bei Dings benutzt hat, bei Rusty, die ist gut. Ja. Weiß ich jetzt nicht mehr. Da mit dem Werwolf und so, ne? Ja, mit dem Werwolf. Ja. Kannst du mal die Decke gerade machen. Genau. Ist auch das beste Video, was du bisher so gemacht hast. Weil so vom Schnitt her war es echt cool. Beispiel, ja, okay. Ne, war bisher gerade so. sah ganz cool aus. Ja, da kann ist auch manchmal sein. Schwer, weißt du, wenn du so viel schneidest, dann musst du auch passen, halt den Überblick nicht verlierst, weißt du, weil ja. Du natürlich gar nicht mehr weißt, wo ich geschnitten habe. Ja, richtig, das dann denk ich mir, welche Runde war ich denn jetzt?
Ah, du hast das ja schon mal beherzigt, dass jetzt Vollbild ist, ne? Ja. Ja, das habe ich jetzt mal, weil das letzte Mal ich noch gar nicht geguckt gehabt. Heute habe ich mal geguckt gehabt. Ja, seitdem du mir jetzt gesagt hast, habe ich jetzt eigentlich fast alle jetzt auf Vollbild. Ja, das sieht auch gleich viel besser aus. Ja. Weil ich kann ja auch sagen, warum das bei mir Vollbild war, weil ich eine andere Einstellung Grafikkram da. Ja, ja, genau. Auflösung hat ja, das. Ja, Auflösung. Ich hatte eine ganz andere Auflösung, deswegen hat der bei mir Vollbild angezeigt. Ja, das ist schon klar. Ach, siehst du, ich musste heute mal an meinen Grafiktreiber rumspielen, weil heute irgendwie, weiß ich nicht, ich wollte spielen und dann, also ich wollte halt mal wieder probieren, ne? Und wow, auf ich einmal, hab einen schnelleren Boxenstopp gemacht wie Kyle Busch. Und auf einmal irgendwie habe ich da voll den Grafikfehler und da musste ich nochmal irgendwie den Grafiktreiber da irgendwie deinstallieren, da musste ich da hatte ich den Standard von dem Rechner irgendwie ein und dann habe ich nochmal den Treiber von dem nochmal von der CD halt nochmal installiert halt, ne? Hast du jetzt eigentlich diesen Tweet gemacht gehabt? Mit Joey, ja, ja. Aber ich glaube, das hat falsch irgendwie nicht geklappt. Das machen Joe und ich nochmal, wenn er nochmal richtig Zeit hat irgendwie. Also nie. Genau, also nie, genau, im Grunde genommen. Joe ist schon zu alt, der hat keine Zeit mehr. Weißt du was? Rentner, ne? Und, das, und, als Ziel fragt, mach. Na, Mirko, du bist ein paar Jahre jünger, also. Ja, ich bin noch jünger, so. Ja, aber ich hab die Betonung auf ein paar Jährchen. Paul, wo bist du denn hier? Ich stehe jetzt in der Box, weil ich mich während der Gelbphase überschlagen habe, weil. So, ne? Ja. Wo ist denn der Kyle Busch? Steht der auch noch in der Box? Hast du ihn mitgenommen oder was? Ich glaube, da steht einer irgendwie in der Box, aber das ist nicht die gelbe 18. Nee, Paul wird auch noch vor Kyle Busch gerade. Ja, ja, aber die sind weiter schon in der Box. Wer ist denn da jetzt reingefahren? David? Das ist Creed. Ich bin in der Box. David, ja, die guckt dir das an. Ja, David ist in der Box. Ja, nee, Pace gar. Ich hab voll Schalten verpasst, ey. Die erste Kurve ist doch echt behindert, ey. Oh, das war knapp, Alter. Beinahe hätte ich jemanden wieder mitgenommen, die Kurve, ey. Ach, doch, ist Kyle. Ja, ist doch drinne. Kann jemand die wer ist der Server? Chris. Hab einen Fehler gegeben. Ah, Chris ist Black okay. Flex Tilgen. Oh. Ich weiß nicht, wie das geht. Schön. Du musst eingeben clear black und dann die Nummer, aber ja, ich weiß es nicht mehr. Also ich glaube clear unterstrich black. Ja, clear, also Ausrufezeichen clear unterstrich black. Ausrufezeichen, oder? Und dann die Nummer dahin. Das ist Nummer, das ist die Raute und die Nummer. Ja, also dann müsst ihr warten jetzt erstmal. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Jetzt wird der Fahrt. Ja, das wird ein bisschen schwierig werden jetzt, ne? Ja, sonst fährst du halt nochmal kurz durch die Box, Paul. Du bist ja sowieso jetzt eine Runde zurück oder so. War langsam. War das Chris? Achtung, Chris kommt durch. Von hinten. Oh, Mirko war kurz weg. Mirko, pass auf, Chris kommt. Ja, ich seh's schon wieder. Der ist mir zu schnell unterwegs. Ach naja, den weiß ich nicht, den geht's heute nicht anders, müssen wir auf Joe. Wieso kannst du in der Box fahren, Black Flag ist doch dann weg? Nee, ich bin jetzt durch die Box gefahren, hab immer noch Black Flag. Achso, dann warst du nochmal zu schnell wieder.
Ja, wahrscheinlich zu schnell reingekommen. Wahrscheinlich, ja. Weiß nicht, wie viel fährt man da in die Box? Ja, 55. 55? Okay. Gucken wir mal das nächste Mal. Dann habe ich dieses Rennen mal verloren. Nein, mit dem Lenkrad. Ja, dann musst du ja erstmal gewöhnen und so. Ja, ist alles Gewöhnungsphase. Klar. Ich hab Durst. Du hast Durst? Ja. Hast du nicht das Wasser gesoffen, was er dir vorhin gesagt hat? Ja, erst bin ich gesagt. Ach so. Deswegen. Deswegen wahrscheinlich. Ein Trouble. Ich wollte schon den fünften schalten. Ich bin noch am BTCC. Ja, das kenne ich manchmal auch. Ich bin noch am BTCC. Das kenne ich sogar manchmal im Originalauto, wenn ich im fünften bin, will den sechsten schalten. Das hat mein Bruder noch nie gemacht. Ja, du hörst den Motor auf einmal so laut und denkst, ach, schalte mal. Denkst, hä, scheiße. Irgendwie ist das auch nur eingebildet. Hau einfach so stark rein, bis da irgendwas passiert. Irgendwann wird da schon ein Sechsergang entstehen. Na, ist jetzt auf der Box so gefahren, wie man fahren sollte. Trotzdem Black Flag, naja. Ja, hast du angehalten? Nee. Ja, du musst auch anhalten. Du musst anhalten, das ist nicht wie bei Formel 1 durch Fahrtstreifen, sondern du musst anhalten. Okay. Das ist eine Stop-and-Go-Strafe. Der Reifen geht voll auf, ey. Ja, das wollte ich vorhin schon sagen, Alter. Nach 7 Runden waren die schon gelb, Alter, ey. Echt? Ja, ja. Ja, bei mir sind sie schon zur Hälfte fast. Also jetzt beim Happy Hour, ne, waren sie gelb, ey. Geil. Bei mir ist nur der vordere rechte gelb. Dabei fahre ich schon langsamer als ihr, ja, also. Ich weiß nicht, wie es jetzt gerade ausschaut bei mir. Ich versuche sie zu schonen, so ein bisschen, aber... Also bei mir ist ein ganz bisschen nur weg. Ey, du hast ja auch neue Reifen jetzt geholt, oder nicht? Ja, ja, der war ja in der Box. Der Sack. Ich muss sagen, Boxenstopps sind irgendwie total schwierig, also... Ja, musst du lernen. Das ist voll schwer. Gerade am Anfang. Aber wie schnell Chris hier abhaut, Alter, das ist unglaublich, ja. Irgendwas mache ich falsch, ich verliere total viel Zeit. Ja, ja, tröst dich, also ich auf Chris sehe schon kaum noch. Ja, aber ich verliere auf KI Zeit. Auf KI verliere ich Zeit. Ja, so ging es ja Chris und Joe in Phoenix. Ich will immer schalten in den höheren Gang. Das ist ja schrecklich, dabei schalte ich ja noch nicht mal runter. Oh, Alter, jetzt wird's langsam, macht sich das bemerkbar. Was? Irgendjemand bei dir, glaube ich, ein Heck. Nee, bei mir, ja. Ja. Da bist du das nicht. Nee, du bist ein weiter vorne. Ich chille hier gerade so ein bisschen durch die Gegend, aber ich werde jetzt schon. Ja, nicht nur langsam. Langsam richtig deutlich. Oh okay, Gott. Black Flag ist. Gekriegt. Ja, siehst du? Jetzt weißt du, wie es geht, ne? Im Notfall. Wenn Joe nicht vorhanden ist. Ach, da bist du ja. Na, 4 Runden irgendwie minus. Ja, das verstehe ich. Bei manchen Strecken verstehe ich die Logik dieser Reifen nicht. Also das kann ich nach 10 Runden so sein, dass die Reifen tot sind, Alter. Bei den KIs nicht. Ja, ja, das ist das Einzige, was mich hier noch ein bisschen ankotzt.
Das hätten sie mal fixen können noch, bevor sie den Thron abgeben, ne? Ja. Auf anderen Strecken ist es wirklich sehr realistisch, da kannst du wirklich diese Runden fahren, die auch in Realität eigentlich so immer gefahren wird, ne? Ich wusste, das Geld kommt irgendwo. Ja. Mirko. Nee, ich bin hier ganz alleine. Ich bin hier ganz alleine. Das Doofe ist, ich will nicht in die Box, aber ich muss sein. Ja! Wieso bist du an Dave vorbei, oder was? Ja. Ja, aber ich habe keine Chance mit den Reifen. Alter, bei mir sind 3 Stück schon gelb. Ja, bei mir auch. Bei mir sind sie gerade noch grün, glaube ich, aber... Keine Ahnung, also vom Gefühl her. Aber keine Chance. Nee, sind sogar gelb, ja. Ich wollte gerade sagen, wenn die grün gewesen wären, hätte ich jetzt aber auch keinen Weihnachtsmann gehabt. Ja, scheiße. Ich fahre jetzt erst über die Ziellinie, Alter. Also. 9 Sekunden also, hinter mir. Jetzt! So, ich fahre. Jetzt. Oh, schön, dann bin ich Turn 1, bin ich gerade durch. Jetzt komme ich Turn 2. Ah, ne, ist ja 1 und 2. Ja, 2. Ach, da seid ihr ja. Okay, muss ich ja wohl einen Hammer-Restart hinlegen hier, oder? Ach, naja, komm, dann habe ich jetzt hier voll Black Flag immer noch. Irgendwie kriege ich immer noch die Black Flag, keine Ahnung. Obwohl ich das alles so gemacht habe. Das hat habe ich gedacht. So, jetzt sag mal, wie geht das nochmal, dann gebe ich die jetzt mal ein. Ausrufezeichen, clear, Achte. Unterstrich, Black, Leerzeichen, Raute, die Nummer. Also, das wird da. Also Ausrufezeichen? Clear. Also hier ist die STRG, ne? Clear. C-L-E-A-R. Schreiben clear. Nicht schon wieder mit. Schreiben. Ja, nicht wie wir schon mal hatten mit hier Nordpol Otto Richard, ne? Also, das heißt Ausrufezeichen, dann Leertaste oder direkt dahinter? Direkt dahinter. Komm, ich mach mal mit hier mit euch. Ja. Nein, okay. Na, okay, weil wir auch nur die Reifen scheiße sind. Black. Eck, ja? Du hast heute schon Frist. Ja? Raute und dann solltest du, glaube ich, die 1 nehmen. Habt ihr den hier schon überrundet gehabt? Wen? Dave? Und? Keine Ahnung, aber wir sollten vorbei. Nein. Paul, hat funktioniert? Ist noch gelb, keine Ahnung. Ja, also ich schätze. Sein. Dann ja. Noch irgendwas im roten Text. Hab ich nicht hingeguckt. Nee, ich mein, Okay. Nö, da stand ja jetzt gerade öffentlich anscheinend, ne? Das ist ja dann eh verkehrt. Okay. Nee. Also musst du so eingeben, ne? Ja, schreib mal bitte. Oh, das war falsch. Ich brauche Licht, ich habe kein Licht. So. Ich weiß jetzt nicht, ob 0-1 oder 1 hin muss. Das ist das. Du musst das Ausrufezeichen nicht. Ja. Achso, ja. Sonst würde es ja nicht sehen. Ja, richtig. Er muss das ja sehen, sonst sieht er es ja nicht. Ich hab gedacht, das hat er irgendwie. Ich weiß nicht, ob du jetzt 1 oder 0-1 machen musst, das ist das. Nee, also das ist die 1. Nicht die 0-1? Nein, nicht die 0-1. Aha. Dann wirst du irgendwas oben rot stehen, du. Von wegen okay oder so. Da steht der Schienen. Line up behind the 34 car. Und da, Ja, Ausrufezeichen fehlt. Und noch das Leerzeichen zwischen. Und das Leerzeichen. Oh, Chris. Das machen wir wieder auf den ersten Platz erstmal. Vielleicht hat er auch schon die völlig schwarze. Ich hab die schwarze. Ist ja egal, wir haben eh nur 4 Runden. Ja, genau. Nee, wenn du disqualifiziert bist, dann darfst du nicht mehr mitfahren, dann kommst du direkt raus. Echt? Ist das nicht so wie bei Formel 1? Dass du das dann im Eiskalt weiterfahren kannst? Nee, da steht dann disqualified und genau. Ich du bekommst noch nicht. Die Box und dann darfst du nicht mehr weiterfahren. Steht aber noch nicht da. Ja, jetzt unter Gelb können sie dich eh nicht disqualifizieren, weil da kannst du ja eh nicht durch die Box fahren und die Strafe absitzen. Oder darfst du nicht. Und nach der Black war die Raute, ne? Ja, aber ihr ersten Leerzeichen. Achso, das war das. Leerzeichen.
riskierst was, ne? Ja, was willst du machen? Und? Hat der funktioniert, ne? Na, hier steht doch jetzt okay. Dann ist es weg. Weil bei mir steht jetzt okay hier, in Rot. Ja, okay, dann sollte es geklappt haben. Ich fürchte, wir haben noch einen Grün. ich werde naja, könnte klappen, David. Deine Reihen sind noch grün, oder? Ja, die sind sehr gut grün. Ja, ich hab extra versucht aufzupassen, deswegen war ich hätte vielleicht ein paar Zehntelchen auch schneller fahren können, aber dann wären sie wahrscheinlich geplatzt. Das dauert noch, bis sie gelb werden. Hast du keine Chance hier. Ah, ne. Aber ich meine, wenn du vorne bist, dann ist halt doch irgendwie versuchen wegzufahren. Hat ja auch geklappt, bis gerade eben. Also komm, du warst ganz schön weit weg zu den anderen. Naja, ich hatte glaube ich mal 4 Sekunden. Oh. Irgendwann auf dem Moko und dann. Brauchst du so meine 4 Runden, um da auf dich aufzuschließen? Ja, ja, dann hast du eine Sekunde schneller gefahren. Kann man auch mit neuen Reifen. Ich bin da 52 tief gefahren, also 52.0 oder so. Also meine beste Runde ist jetzt eine 51.019. Ja, eben, meine beste ist eine 51.8. Also, und wenn du die ein paar Mal hintereinander fährst, hast du die 4 Sekunden schnell. Da gibt ja immer noch keinen Grün, also vielleicht nur eine Runde dann. Ah. Ja, eine Runde, sag ich ja. Ich trinke jetzt einfach, bevor er wieder nichts sagt. Ja, ja. Habt ihr denn Lust danach noch ein anderes Rennen zu fahren, oder? Also, ich ja. Können wir machen, ja. Für Talladega oder Daytona. Ja, okay, dann bin ich auch dabei, dann macht aber ein anderes. Ricky kann auch einen Server aufmachen, ja, weil ich ja, muss klar. Mal ganz schnell rüberspringen zu meinem Date, weil ich hab die gestern schon ein bisschen so sitzen lassen, ich muss jetzt aber heute auch Bescheid sagen. Nicht, dass ich kann ja nicht sagen wegen Nesca, weißt du? Ich nicht, dass die sauer. Wenn sie jetzt YouTube sieht, dann hört sie es doch eh. Aber ist es ist nicht mal dann ist es vielleicht gut. Pass auf, Lars. Ach so, ja, das ist gut. Ja, ja, ist vorbei. Ach, muss ich mal aufpassen, Mist. Zeig ihm mal den Kanal und genau das Video und genau das Video guckt euch dann an. Was hab ich denn jetzt gesagt? Ich hab gesagt Frau, ne? Chris, ich würde auch das siehst du hinterher im Video. Ja, kannst ja beeindrucken, indem du das gewinnst. Genau. Da machst du denn alles für gesagt, ey. Aber ich möchte noch mal betonen, ich hab alte Reifen. Ja. Bam, bam, bam. Ja, vielleicht mal eine zukünftige, ja, nehmen wir das nicht übel. Ja, schade. Eine hätte ich mehr gebraucht. Glaube ich auch. Außer du kannst jetzt was reißen, oder? Nee, das glaube ich nicht. Das ist die Männersprache. Genau. Vielleicht komme ich noch bis zu dir durch, aber mehr schaffe ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Und weiß nicht. Und ich krieg sowieso nichts mehr hin, weil. So! Was ist das für Geräusche? Sind das für Geräusche hier? Das weiß ich auch nicht. Ey, Kai! Was? Vorsicht, Paul! Ja, was macht denn der hier? Nee, vor mir, Kai, ja, Kai trollt hier. Kai trollt rum, Mirko, ich sag's dir. Ja, der kriegt erstmal gleich einen ab hier, so. Ja. So, Mirko, nun bin ich wieder da. Cheater macht seine Cheats hier ja gerade. Genau, hier, ich tippe gerade meine Cheats ein. Genau. Komische Go. Nein, halt, ja, per Slow machen wir gerne. Welcher Platz bist du denn, Mirko? Ich bin jetzt auf 15. Oh ja. Und ich bin 16. Hast du Reifen, ja, weil, oder was? Ja, ich habe Reifen, glaube ich. Ich habe gehofft, dass wir 2 Runden haben, aber das war wohl nichts. Na gut. Na gut. Du warst in aussichtsloser Lage. Nee, wir haben ja beide scheiß Reifen, weißt du? Ach man, ja, meine Reifen, die sind auch nicht mehr so. Also, die sind. Ja, der grüne Strich geht weit weg. Aber Mirko, jetzt darfst du Caution auslösen, das macht mir nix. Nein, ich will keine Caution, ich will nach vorne. Wahrscheinlich krieg ich Black Flag. Ist ja egal, gib dir Racing back to the van dann. Ach ja, stimmt. Bei Checkern? Nee, ja sozusagen. Ah, scheiß drauf. Nein! Ich vers... Och, nö! Mann, wieso fährt der Go-Army so langsam, ey? Ich wollte noch rausziehen. Ja, Paul, das hast du gut gemacht. Räum weiter vor mir ab. Toll, hätte ich mal nicht gebremst, ey. Scheiße. Scheiß Go-Army, oder?
Okay, das wird voll. Nein. Nein, scheiße. Nein. Oh nein. Oh! Alter Paul! Ja, ich konnte nichts mehr machen eben. Fuck! Boah, ich hab nur abfangen können. Fuck! Komm, komm! Fuck it! Chris, du bist drüber, ne? Ja. Ich bin Zweiter dann noch gewonnen, ein theoretisch. Ich hatte die ganze Chaos. In der vorletzten Kurve, Mann. Ja, ja, Zweiter. Obwohl ich Paul noch im Voll rein, ey, weil er gebremst hatte im Voll. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt. Ach, wegen der Kurve, glaube ich. Ja, du musstest ja bremsen irgendwie. Ja, ja. Cheater, das war wohl nix. Ja, muss mal gucken. Jetzt hab ich Black Flag gekriegt. Egal, Zweiter. Jetzt sehe ich auf 14 wieder. Ich hab gewertet. Keine Black Flag, aber egal. Nee, aber und egal, Zweiter, noch durchgekommen. Die rammt mich auch noch, ja, wunderbar. Und jetzt bin ich hier wie im Kreisel, wunderbar, finde ich geil. Ah, herrlich, Alter. Also, ein rundum gelungenes... Cheetah, haben meine neuen Reifen doch noch was gebracht. Ach, schade, ich wollte... Ich war immer in Erster, da habe ich einen Fehler gemacht. Scheiße, das ärgert mich jetzt. Der ist vorbei, ja. Oder? Ja, ja, ist vorbei, ja. Ist vorbei. Aber ich muss halt irgendwie auch, weil er hat ja neue Reifen gehabt, dann muss ich halt auch pushen. Ja, aber war richtig cool noch das Ende jetzt. Das normalerweise. Dort, das war richtig geil. Du mit Überschlacht noch. Müssen wir jetzt raus die Chicken Farm fahren? Ja, stimmt. Eigentlich müssen wir erstmal fahren, ne? Weil Chris und ich haben da mal. Okay, es war einmal und es war auch noch mit dem alten Lenkrad. Aber das, was Chris dort gesehen hat, hat ihm wohl. Oh nein! Fand, ich verliere die Kontrolle. War Chris, fandst du nicht so nein. Schlecht, weil. Guten Tag. Hey. Oh. Oh. Ich häng fest. Ich wollte eigentlich Chris aufnehmen. Ich häng fest. Ja, warte. Ich hänge so auf seine Mauer. Ja, ja. Oh. Ja, so geht's auch. Danke, Paul. Ich wollte gerade einen Rückwärtsgang nehmen. So, Chris, mach deinen Burnout. Ach ja, ich sag's so. Warte, ey. Gut, der hat Chris gewonnen. Das war ja noch eine aufregende letzte Runde, würde ich sagen. Ja, und dann verabschieden wir uns für heute, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao. So ist es.